Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Pilzporträt. Heute geht es um eine der häufigsten Arten jetzt im Sommer und zwar den Nadelholz-Braunporling. Wo und wann ihr die Art finden könnt, wie es mit Speisewert, Verwendbarkeit und den typischen Verwechslungspartnern aussieht, all das in diesem Pilzporträt. Auf geht's! Wo und wann kann man denn den Nadelholz-Braunporling finden? Beim Nadelholz-Braunporling handelt es sich um einen Folgezersetzer, der vor allem auf totem Nadelholz erscheint. Besonders gerne erscheint der Nadelholz-Braunporling dabei auf Fichten-, Lärchen- oder Kiefernholz. Laut Literatur soll der Nadelholz-Braunporling seltener auch auf Laubholz zu finden sein. Und selbst ist bisher aber noch kein Fund der Art auf Laubholz gelungen. Der Nadelholz-Braunporling löst Braunfäule im Substrat aus und kann prinzipiell ganzjährig gefunden werden. Frisches Wachstum zeigt der Nadelholz-Braunporling vom Frühsommer bis in den späten Herbst hinein. Vor allem im Sommer ist die Art bei uns in Oberbayern besonders häufig zu finden und in den meisten Jahren in Nadel- und Nadelmischwäldern ein regelrechter Massenpilz. Wie sieht's denn mit Speisewert und Verwendbarkeit aus? Der Nadelholz-Braunporling ist kein Speisepilz. Das Fleisch besitzt eine zähe, korkähnliche Konsistenz und einen säuerlichen Geschmack. Mit dem Nadelholz-Braunporling lässt sich dafür aber Wolle färben. Es lassen sich mit der Art verschiedene Orange- oder Grüntöne erzeugen. Wie sieht der Nadelholz-Braunporling eigentlich aus? Woran kann man ihn erkennen? Der Nadelholz-Braunporling bildet bis zu 30 cm große Fruchtkörper aus. Jung sind die Fruchtkörper leuchtend gelblich gefärbt. Mit zunehmendem Alter verfärbt sich der Nadelholz-Braunporling von der Mitte aus rotbräunlich. Sehr alte Fruchtkörper, zum Beispiel auch aus dem Vorjahr, können auch komplett schwärzlich gefärbt sein. An gelblich gefärbten Stellen verfärbt sich der Nadelholz-Braunporling auf Druck bräunlich. Auf der Unterseite des Nadelholz-Braunporlings befinden sich weiß-gelblich bis graubräunlich gefärbte Poren. Bei jungen Exemplaren können die Poren auch mit Gutationstropfen behangen sein. Der Nadelholz-Braunporling ist relativ grobporig. Das Sporenpulver ist gelblich gefärbt. Einen Stiel besitzt der Nadelholz-Braunporling in der Regel nicht. Ausgewachsene Fruchtkörper können zwar gestielt wirken, im Prinzip handelt es sich aber um einen kompletten Fruchtkörper, der nicht in Stiel und Hut unterteilt ist. Das Fleisch des Nadelholz-Braunporlings ist jung noch relativ weich und nass. Der Nadelholz-Braunporling wirkt in jungem Zustand fast wie ein Schwamm, der sich mit Wasser vollgesogen hat. Im Alter ist das Fleisch sehr zäh und besitzt eine korkähnliche Konsistenz. Das Fleisch ist bräunlich bis rotbräunlich gefärbt. Der Geruch des Nadelholz-Braunporlings fällt relativ neutral aus. Die Geschmacksprobe fällt zwar mild, aber insgesamt sehr säuerlich aus. Mit Kalilauge verfärben sich die Poren des Nadelholz-Braunporlings dunkelbräunlich bis fast schwärzlich. Das Fleisch verfärbt sich mit Kalilauge noch eine Spur dunkler und zwar schwärzlich. Wie sieht's denn mit den typischen Verwechslungspartnern aus? Besonders im jungen Zustand kann der Nadelholz-Braunporling sicherlich mit einigen Arten verwechselt werden. Besonders ähnlich ist dem Nadelholz-Braunporling dabei auch die Hexenbutter. Die Hexenbutter kann ebenso gelblich gefärbt sein und trocken wie ein junger Nadelholz-Braunporling wirken. Insgesamt besitzt die Hexenbutter als Schleimpilz aber meist eher eine schleimige Konsistenz und mehr grellere, gelbere Farben. Der Nadelholz-Braunporling besitzt bereits jung festes Fleisch und plus minus eher gelb bis gelb-orange Farben. Von unerfahrenen Sammlern könnte der Nadelholz-Braunporling durch seine teilweise leuchtend gelb-orangen Farben auch für einen jungen Schwefelporling gehalten werden. Die Standard-Schwefelporlinge wachsen in der Regel aber auf Laubholz, werden deutlich größer und sind mehr gelblich als gelb-orange-bräunlich gefärbt. Junge Schwefelporlinge besitzen außerdem eine deutlich weichere Konsistenz als Nadelholz-Braunporlinge. Es gibt zwar auch eine Schwefelporlingsart, die auf Nadelholz erscheint, diese ist aber selten bis sehr selten und wird, zumindest in Deutschland und vor allem im direkten Vergleich zum Massenpilz Laubholzschwefelporling, kaum gefunden.
Es ist beim Nadelholzbraunporling wie so oft. Wer die Art kennt, der wird sie im Feld ohne großes Rätseln bestimmen können. Wie sieht es denn bei euch mit dem Nadelholzbraunporling aus? Für mich gehört die Art mit zu den schönsten Arten überhaupt. Besonders wenn der Nadelholzbraunporling sich Blätter oder Pflanzen einverleibt, lassen sich wunderschöne Aufnahmen machen. Freut ihr euch auch über Funde der Art? Sammelt ihr die Art vielleicht sogar als Färbepilz? Ich bin wie immer sehr gespannt auf eure Erfahrungen zur Art. Zum Abschluss des Porträts gibt's jetzt wie gewohnt noch die ein oder andere Detailaufnahme zur Art. Hier könnt ihr euch die eben beschriebenen Merkmale nochmal in Ruhe anschauen und sie euch einprägen. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit den restlichen Aufnahmen und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Macht's es gut und bis dann!